Moin Leute, was geht? Willkommen zu Minecraft Dungeons, ein neues Projekt von den Mojang Studios und also nur von dem Mojang Studio. Und ich bin also wirklich sehr gespannt auf das Spiel. Ich will auch nicht lange reden. Ich würde mal sagen, drück mal drauf. Noch ein paar Einstellungen, Untertitel machen wir natürlich aus. Text zur Sprache nur Englisch verfügbar, ist auf aus. Farbe der Gegnerumrandung rot, drücken zur Auswahl auch. So, drücken wir mal. Helligkeit, ja, können wir so lassen. Dann würde ich mal sagen, let's go. Es war eine Zeit großer Abenteuer und Gefahren. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Ein sehr schönes Einführungsvideo fand ich natürlich schon lustig gemacht. Also es war wirklich schon geil. So, wir sind jetzt hier der Charakterwahl. Jetzt gucken wir doch mal, was wir hier auswählen können, wen wir hier nehmen können. Oh, hier gibt es so viele Charaktere. Oh, Schnurres. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Hier sind aber noch mehr. Aber allein die Musik, die ist schon geil. Wen nehmen wir denn hier? Och, das Stevie. Okay, die sind zu. Schade, also... Ja, puh, ne? Da würde ich mal sagen... das ist schwer. Ich hoffe, dass man den nachher noch ändern kann. Wäre nämlich cool. Weil ich will jetzt hier nicht ewig suchen. Ich kann auch nicht, ich kann aber auch nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Wenn ich, nehme ich einfach Stevie und ich denke mal, dass man den halt nachher ändern kann. Oder? Nehmen wir den? Nehmen wir den nicht? Nehmen wir den? Oh, ich bin mir nicht sicher. Die sehen ja irgendwie alle ein bisschen komisch. Ach, ich geh drauf geschissen. Ich nehme jetzt Stevie. Nee, wir wollen offline spielen. Level 1 und let's go. Tintenfischküste. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! Begib dich zum Dorf. So, unser Abenteuer beginnt natürlich hier, ne? Ja, oh, nicht schlecht. Finde das Ziel mit... Oh, nein! Ja, natürlich, ich bin jetzt direkt schon am Anfang gestorben. Das ist natürlich jetzt Kacke. Ich würde mich natürlich immer ein bisschen umgucken.
Sieht aber auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Und die Musik, die ist so... Na, wie soll ich sagen, so... Ja, dramatisch. Kann man eigentlich die Häuser? Nee. Schade. Oh, da ist der erste Zombie. Jawohl. Unser erster Smaragd, den wir hier eingesammelt haben. Töte den Zombie. Das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen. Oh, da kommt noch einer. Mensch, komm her. Oh, der stirbt ja direkt nach einem Schlag schon. Nee, hier ist nichts. Ah, da haben wir noch welche. Sind gleich drei Stück. Jawohl. Gib mir Moneten. Ach so, so kann man ausweichen, oder wie? Ja, man kann das... Was ist man da hinten? Man kann das aber anscheinend nur einmal machen, dann muss man kurz warten. Okay. Wie soll ich das jetzt machen? Ist das normal, dass der sich rollt, ja? Okay, ich guck mal gerade hier unten, ob hier unten irgendwas Spektakuläres ist. Nee, hier ist nichts, aber ein Häuschen. Da komme ich leider nicht rein. Aber so geil. Ist wirklich schon cool gemacht. Und allein die Musik gefällt mir richtig gut. Wenn die Dörfer mal nur Minecraft so aussehen würden, das wäre cool. Immer noch ein Zombie. Mensch, hört mich anzuschießen. Ja, komm nicht lang. Also gut, auf den muss ich jetzt nicht schießen, der war ja noch genug. Aber was kann ich eigentlich mit den ganzen Smaragde anfangen? Smaragde? Ah, das sind Smaragde. Wie komme ich auf Rubine? Ah, ich war, ich war ganz woanders da. Das sind ja Smaragde, stimmt ja. Oh, eine Truhe. Ein Stück Brot. Ah, gibt Energie zurück. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Nee. Einmal hier rum. Aber die Musik, die ist so dramatisch. Was ist denn jetzt los? Das sind, glaube ich, Plünderer. Levelaufstieg. Verzaubern. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probier's mal aus. Oh, das sieht aber schick aus. Du kannst für jeden Gegenstand aus zufälligen Verzauberungen wählen. Wähle jetzt eins aus. Okay, ich nehme jetzt das. Verringert erlittenen Schaden. Ich kann auch nur das machen. Nummer drücken? Ah ne, zu teuer. Okay. Geht das hier auch? Zu teuer, okay. Gut. Unser Schwert ist. Ja. Was ist das? Feuerwerkspfeil. Stattdessen ein Köcher mit einem Feuerwerkspfeil aus. Der Pfeil explodiert bei jedem Treffer. Okay. Artefakt im Inventar. Nimm das Feuerwerk. Nimm die Feuerwerkspfeile. Okay, habe ich getan. Da du das Artefakt nun angelegt hast, kannst du es jederzeit einsetzen. Ach so. Ja. Ruf den Feind. Was? Ruf den Feind schießend. Okay. Boah, das hat aber eine Kraft. Nein, bleib stehen. Nein, der ist runtergefallen. Ich brauche doch die Smaragde.
Wie komme ich denn darüber? Okay. Wo bin ich denn? Ah. Ich muss jetzt mal ein bisschen zurechtkommen damit. Ah, ach, so macht man die Kartenansicht. Cool. Ah, Mist. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt rüberkomme. Egal, ich versuche es jetzt einfach mal mit einem Purzelbaum hier. Oh, hat funktioniert. Jawohl. Gut, dass ich es ausprobiert habe, ne? Das schöne Geld wäre mir jetzt flöten gegangen. Ah. Kommt bestimmt noch gleich irgendwas Großes. Ich hab's im Gefühl. Hallo? Ist hier noch jemand? Das Dorf ist komplett leer. Es existiert kein Villager hier. Bis auf die, die hier rumrennen, die Plünderer und die Skelette. Lager aufschlagen. Ach, man kann hier sein Lager aufschlagen. Das ist immer interessant. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Jo, das sind dann wir. Reise nach Lager. Die Musik, die ist so... So. Wann jetzt los? So, Level abgeschlossen, Tintenfischküste. Wir haben erlittenen Schaden 21 und eine Kiste. Gucken wir doch mal rein, was in der Kiste drin ist. Nun, achso, ich muss draufdrücken. Und es ist drinne eine Angel. Sehr schön. Diese Angel ist ein treuer Begleiter eines jeden Abenteurers. Mit ihr kann man noch viel mehr tun, als nur Fischen aus dem Wasser tun. Ja. Okay. Hier ist unser Lager, das sieht sehr schick aus und ach, diese Musik, Leute, ohne Scheiß, ne? Und guckt euch diese wunderschöne Skyline an. So, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß, also ein kleines kurzes Video, ne? Also ich hatte natürlich auch Spaß, aber keine Angst, es kommen auf jeden Fall weitere Folgen. Und dann würde ich mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!